War gefaked, habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Ha, guten Morgen, beziehungsweise guten Morgen für mich. Man soll ja im Leben immer mal wieder was Neues ausprobieren und genau das machen wir jetzt hier. Wir haben uns überlegt, dass man bei Lass mal reden auch ab und zu oder vielleicht auch nur einmal so ein kleines Follow Me Around Video machen kann. Aus diesem Grund würde ich sagen, herzlich willkommen bei Lass mal über meinen Tag reden. Ich habe mir heute natürlich den spannendsten Tag aller Zeiten rausgesucht, um mein erstes Video zu machen. Ich fange erst am Nachmittag an zu arbeiten. Luxus. Aber dann geht's richtig los. Also ich habe jetzt vor, erstmal joggen zu gehen, weil der Arzt hat mir gesagt, wenn ich nicht ab und zu Sport mache, sterbe ich an Herzversagen. Und das will ja keiner. Jedenfalls gehe ich am Nachmittag zum Synchron. Ich habe heute 3 Synchrontermine und zwar synchronisiere ich als allererstes einen Anime. Danach habe ich ein Synchroncasting, was Trickfilm ist. Und dann spreche ich 3 Stunden am Stück. 3 Stunden am Stück! Den nächsten Anime. Das wirkt jetzt so, als würde ich immer nur Trickfilme und Animes sprechen. Ist aber nicht so. Aber heute ist einfach mal der Tag, an dem ich nur Trickfilme und Animes spreche. So, ich war jetzt joggen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich die Kamera mitnehme. Aber dann habe ich mir gedacht, bei meinem 24 Kilometer Lauf würde die Kamera wahrscheinlich nur stören. Nee, ich bin nicht 24 Kilometer gelaufen, ich bin nur 5 Kilometer gelaufen und ich habe noch einen Funfact für euch. Wenn ich Sport mache, dann schwitze ich. Das nächste Mal seht ihr mich also auf offener Straße in der Hoffnung, dass ich nicht überfahren werde. Ich schwitze immer noch. Immer noch oder schon wieder, ich weiß es nicht genau. Heute ist endlich mal Sommer, also ein bisschen Sommer. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem ersten Termin. Und dort synchronisiere ich, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, wenn nicht, muss ich es piepen. Aber ich glaube, ja, Toradora heißt der Anime. Kann ich sonst noch so erzählen. Ich höre übrigens hier gerade, also nicht gerade, weil gerade rede ich mit euch, das neue Album von Vanessa Mai, Regenbogen. Und da gibt es ein Lied, das klingt wie das eine gute Lied von Glasperlenspiel. Ich glaube, das heißt, ich vermisse dich so. Und das singe ich die ganze Zeit. Wollen wir das mal zusammen singen? Wollen wir das mal zusammen singen? Komm, wir singen das mal zusammen. Jetzt wollte ich das mit euch singen und Apple Music hat für das Lied gar keinen Liedtext. Das ist aber schwach. Also wir sind jetzt nicht textsicher, aber wir singen es mal. Also es heißt, ich vermisse dich so. Das ist von Vanessa Mais Album Regenbogen. Ich kriege hierfür kein Geld und wir singen das jetzt. So. Den Regenbogen. Ich vermisse dich so. So, Herzen sind zu hoch geflogen. Und jetzt. Na, 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 da, 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 da. Du, da, na, 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 Dümme und ich weiß, na. Ja, das passiert, wenn man es nicht kann. Tja, schade. Keiner macht mir auf. Ich habe aber jetzt einen Termin. Ich hoffe es. Wir klingeln nochmal zusammen. Hallo, lass mich rein. Ich begebe mich auf die Suche. Das ist unfassbar. Es heilt. Hier ist kein Mensch. Was brennt Licht? Oh, ich fühle mich gerade wie Batman. Ich muss es, muss. Gut, dass ich gleich synchron sprechen will. Ich muss das Rätsel lösen. Wo sind die denn? Ich setze mich gleich auf die Treppe und weine. Hi, hier ist Christopher Kohn. Ich sollte jetzt eigentlich bei euch einen Termin haben, aber irgendwie ist kein Mensch im Studio. Wenn ihr das hört, ruft mich doch einfach einmal an. Ruft mich an. meine Telefonnummer müsst ihr ja haben. Gut, bis gleich, hoffentlich. Tschüssi. Kam jemand, hat mich reingelassen und wir gehen jetzt mal zusammen ins Studio. Da sitzt nämlich der Gregor schon. Gregor! Hey, what's up? Hey, erzähl doch mal, was machst du hier? Wenn du nicht gerade Finger in den Mund steckst und... Was ist das? Das ist Heavy Metal. Also er ist quasi dafür zuständig, dass ich laut genug bin, dass ich leise genug bin. Und wenn ich dussiges Zeug quatsche, dann kann er das rausschneiden. Ja. Oder? Ja. So. So machen wir das. Jetzt gehen wir hier mal rein ins Studio. Da sitzt schon jemand. Da sitzt jemand. Und winkt. Ich weiß gar nicht, ob es dunkel ist oder hell ist, aber da sitzt die Kira.
Kira! Hallo! Was machst du? Hi, hi, ich bin Synchroncutter. Hallo, hi. Hallo Synchroncutter. Hallo Sprecher. Und was cuttest du so? Ich cutte, wenn du redest und wenn du zu kurz sprichst, sage ich dir, ey, okay. Sie mach ist, nicht so einen Mist. Sehr gut, sie ist quasi diejenige, die aufpasst, dass ich lippensynchron bin und die mir das Leben ganz schwer macht, weil sie sagt, nee, noch ein bisschen breiter oder mach mal kürzer. Ah, da waren Zögerer drin. Mach doch mal, Christopher, mach doch einmal bitte. Du ist einfach, du ist. Genau so ist es. Hier ist der Text und der Bildschirm und das Mikrofon. Und bei der Aufnahme dürft ihr natürlich nicht dabei sein, weil wir hier geheime Sachen synchronisieren. Wir synchronisieren nämlich Mission Impossible 7, obwohl gerade erst 6 gedreht wird. Manchmal ist das schon so. Gut, tschüss, bis gleich. Stimme ist fast weg, weil es doch nicht Anime war, sondern es war ein Kriegsfilm für Netflix. Und ich durfte jetzt quasi 30 Minuten am Stück schreien, dass meine Stimme weg ist. Jetzt gehe ich zum Casting. Da ist natürlich blöd, dass die Stimme jetzt nicht richtig da ist, denn ich muss wen ganz Junges sprechen. Ich darf nicht sagen was. Beziehungsweise will ich nicht sagen was, weil wenn ich es nicht kriege, dann ist blöd. Könnt ihr einen Tipp? Nee, ich gebe auch keinen Tipp. Gut, in dem Sinne, ich muss pullern. Und dann melde ich mich nach dem Casting nochmal vor meinem letzten Termin. Und tschüss. Achso, ich glaube, ist immer cool, wenn man mit wackelt, ne? Wenn man mit der Kamera wackelt und sich so ein bisschen dreht. Habe ich jetzt gemacht. Alles erfüllt. Tschüss. Casting hinter mir. Ich habe geschwitzt. Ich war nervös. Und jetzt dauert es ewig zu warten, bis ich eine Entscheidung kriege. Wir haben uns die Szene angeguckt, also die paar Szenen, die ich da synchronisiert habe. Und es ist eine Serie aus meiner Kindheit. Ich glaube, so viel darf ich sagen. Und es war ganz doll toll, meine Stimme auf einem dieser Charaktere zu sehen. Jetzt mache ich Anime 3 Stunden. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das ist übrigens Stitch. Nice, ne? So, wir gehen jetzt hier mal lang. Ich weiß nicht, wo. Es wird spannend. Wollt ihr mal ein Synchronstudio leer sehen? Cool, wa? Okay, ich habe euch jetzt mit ins Synchronstudio nehmen dürfen. Und ihr seid dabei, wie ich den ersten Take spreche. Pass auf. Lass mal reden, ist der coolste YouTube-Kanal auf der ganzen Welt! Feierabend. Ich musste das jetzt in der U-Bahn machen, wo mich alle Leute angucken, weil draußen schon dunkel ist. Das heißt, das Licht ist nicht mehr da. Das heißt, ich beende jetzt dieses kleine Experiment, dieses Follow-Me-Around-Experiment in der U-Bahn quasi. War anstrengend heute. Ersten Kriegsfilm synchronisiert mit viel Schreien. Dann ein tolles Casting gehabt, wo ich aber genau das Gegenteil machen musste, sehr jung klingen musste. Und eben gerade auch nochmal Anime 3 Stunden gemacht mit sehr viel Kampfszenen und sowas. Also es gibt entspanntere Tage, aber kann ja nicht jeder Tag wie Pommes essen sein, obwohl ich wünschte, dass jeder Tag wie Pommes essen wäre. Jetzt fahre ich nach Hause, dann gehe ich ins Bett. Und morgen geht's quasi so weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, abonniert uns, hinterlasst einen Daumen, aktiviert die Glocke. Was könnt ihr noch machen? Ich glaube, das war's quasi. Und wir sehen uns natürlich ganz bald schon wieder. In dem Sinne, Küsschen auf die Stellen, wo ihr sie hinhaben wollt. Und niemals vergessen, Shine On.